Jetzt geht's um die Wurst. Ganz besonders lieben wir Deutsche Bratwürste. Und so unterschiedlich die Regionen, so verschieden auch die Geschmäcker. Dirk Hoffmann macht sich auf eine Reise quer durch die Bratwurstrepublik. Dirks erste Station ist Nürnberg, das Herz des Frankenlandes. Bekannt für seine Miniwürstchen. In der ältesten Bratwurstküche der Welt werden die maximal 9 cm langen Nürnberger seit 600 Jahren verkauft. Jetzt schaut euch das hier mal an. Richtiges Buchenholz, das duftet hier schon herrlich. Was für eine wunderschöne Gaststätte. Da haut der Hoffmann sich doch glatt mal so ein paar Würstel ein. Einmal Meerrettich und 8 Bratwürste. Das ist so eine normale Portion. Das ist eine normale Portion. Knusprig von außen gebraten. Schau mal her. Herrlich. Wisst ihr eigentlich, warum die Dinger hier so klein sind? Im Mittelalter hatte man ein bisschen Fleischmangel. Und was haben die Metzger gemacht? Die Dinger einfach ein bisschen kleiner. So was von würzig. Die Kleinen hier, die können was. In Möhrendorf will sich Dirk jetzt mal ansehen, wie die leckeren Kleinen gemacht werden. Bei Metzgermeister Jürgen Reck. Die Nürnberger Bratwurst ist eine geschützte geografische Herkunft, darf nur im Stadtgebiet von Nürnberg hergestellt werden. Und ja, wir sind nicht in Nürnberg, sondern in Möhrendorf, deswegen machen wir halt die kleinen Möhrendorfer. Und ich würde jetzt mal sagen, der Inhalt ist ähnlich, wenn nicht gleich. Was nehmen wir denn jetzt für deine Möhrendorfer? Für meine kleinen Möhrendorfer nehmen wir die Schulter, wir nehmen die Backe und wir nehmen den Bauch. Alles vom Schwein. Für Möhrendorfer, die eigentlich wie Nürnberger sind, nimmt der preisgekrönte Metzgermeister Jürgen nur bestes Fleisch. Jetzt müssen wir würzen. Vorher wiegen wir das, dass wir genau wissen, wie viel das ist. Wir haben Salz, Pfeffer, Majoran ist in der fränkischen Bratwurst ganz wichtig, Muskatnuss, ein bisschen Matsitzblüte, etwas Koriander und der Rest ist mein Geheimnis. Übrigens, der Fettgehalt liegt bei satten 25%. Im Gegensatz zum Kuttern bleibt beim Wolfen die Zellstruktur des Fleisches erhalten. Die Masse ist deutlich grober. Einmal da drauf und das Ganze jetzt nochmal richtig durchmischen, dass es Bindung kriegt. Ja. Damit die Bratwurst später nicht auseinanderfällt. Das sind Lammdärme. Richtig. Richtig. Der Dünndarm des Schafes oder des Lamms. Aber ich verspreche euch, da ist nichts mehr drin. Die Dinger sind super sauber. Warum ist das so? Wenn so ein Darm gemacht wird, kommt immer der saubere, äußere Teil, also der in der Bauchhöhle ist, ja, nach innen. Ach. Der wird gedreht. Die Bratwürste einfällen, das ist ganz einfach ein Fingerspitzengefühl. Das muss man üben und das muss man lernen. Na dann, mal ran an die Wurst, Hoffmann. Übung macht den Meister. Diese kleinen Mini-Würstchen haben eine ganz tolle Sache. Man kann sie rundherum schön anbraten, weil sie sich nicht krümmen. Lecker! Der Trip nach Nürnberg hat sich gelohnt. Es kommt bei der Bratwurstherstellung also auf den Geschmack und auf die Form an. Weiter geht's nach Schwaben. Unser Hoffmann will wissen, wie geht Bratwurst in einer Großproduktion? Seit über 100 Jahren werden hier Oberländer hergestellt. Metzgermeister Fritz Heller und sein Team verarbeiten bis zu 200 Schweinehälften am Tag. Anders als bei den Nürnbergern kommt hier auch Kalbfleisch ins Brät. Fritz, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt Fettanteil muss sein, ne? Muss sein. Und hier ist der Magerfleischanteil. In Oberländer ist der Großteil mageres Schweinefleisch, ein Anteil Kalbfleisch, Schweinespeck. Und natürlich auch Wasser, das man braucht eben zur Bindung des Brätes. Bevor das Fleisch in den Kutter wandert, zerkleinert es der Wolf erstmal grob. Das ist hier unglaublich. In einer Minute haut der hier 150 Kilo durch den Wolf. Ja. Aber sag mal jetzt, Fritz, wie viele Bratwürstchen macht ihr denn so? Wir produzieren im Jahr so circa 2 Millionen Stück. Bei der Oberländer kommt ein Kutter zum Einsatz. Der zerkleinert das Fleisch feiner als ein Wolf. Was hast du hier? Das ist eine Fertiggewürzmischung. Die lassen wir von unseren Gewürzfirmen fix und fertig nach unserer Rezeptur schon mischen. Irgendwas ist ein bisschen mit drin dabei und. Du erzählst mir den Rest. Alles nicht, nee. Fritz, hört keiner zu. Ich weiß es. Bevor der Kutter mit seinen scharfen Messern ganze Arbeit leistet, muss Eis dazu. Viel Eis. Bei den hohen Drehzahlen würde das Fleisch sonst verbrennen. In einem weiteren Schritt wird das Brett erneut gekuttert, diesmal im Vakuum. Das macht die Masse dicht und cremig. Entschuldige mal, Fritz, wo ist der Darm? Ja, das ist ja unser
unsere Oberländer, die hat keinen Darm. Die wird eben auf dieser Rutsche sofort ins Wasser, die bindet sofort ab. Im Prinzip wie die Berliner Original-Currywurst. Ganz genau. Und ihr müsst jetzt hier auf Wasserbad schwimmen, sonst wird sie festkleben. Ja, genau. Die Würste werden bei ca. 80 Grad gebrüht, dann runtergekühlt. Und jetzt machen wir hier eine halbe Stunde mal eben ratzfatz kuttern, Wolfen kuttern, würzen und ab hier Badetag, das ist ein schöner Tag, 3000 Würste. Ja, Hammer. Keine halbe Stunde später kann unser Hoffmann die Wurst aus seiner eigenen Charge probieren. Mein lieber Fritz, es ist vollbracht. Die Oberländer ohne Darm. Ich bin gespannt. Von dir gemacht. Ja, mit deiner Hilfe. Ja. Aber was ich hier schon mal ganz toll finde, guck mal, ohne Darm ist sie nicht krumm und man kann sie rundherum grillen. So, wollen wir mal? Guten. Wollen wir mal? Ja, wollen wir mal. Cool. Die schmeckt ausgezeichnet. Mhm. Ist trotzdem durch das Grillen von außen knusprig. Schön würzig. Halt ein bisschen, ja. Herrlich. Okay. Kannst du weitermachen. Gut. Auf zum nächsten Wurstklassiker. Die Thüringer genießt Kultstatus. Auf dem Gelände des Bratwurstmuseums Holzhausen zeigt Holger Sichert, wie die Rostbratwurst traditionell gemacht wird. Das brauchen wir, um sie herzustellen. Das brauchen wir. 100% Aha. Schweinefleisch. Okay. Das ist das Geheimnis von der Bratwurst. Wie bei der Konkurrenz südlich des Rennsteigs besteht die Thüringer zu einem Viertel aus Fett. So, und jetzt kommt das Ganze hier in den Wolf. Genau. Auf los geht's los. Hobbymetzger Holger gibt hier regelmäßig Kurse. Auch Dirk muss ran an den Fleischwolf. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Was hast du jetzt da? Ja. Komm, wir machen Ratespiel. Wir machen Ratespiel. Ich sag jetzt, was das ist. Richtig. Pfeffer. Richtig. Das Weiße dazu. Ja, bei so viel ein bisschen Salz muss ja rein, ne? Leck ja. Salz, kriegst du drin. Das ist der Knoblauch, eingelegt in Weinbrand. Und wenn ihm nur die Essenz, den Weinbrand mit rein. Neben Salz und Pfeffer kommen auch Muskat, Kümmel, Zucker und, aufgepasst, Zitrone und Milch in die Wurst. Und das ganze Glas Milch? Und das ganze Glas Milch. Und dann? Und dann gut durchmengen. Die Milch kommt da rein, weil die das Eiweiß aufbricht und damit kriegen wir eine bessere Haftung. Es klebt einfach besser. Gewürze und Körnung sind anders als bei der Nürnberger. Jetzt hier, Bratwurstmuseum, ne? Wie alt ist das Ding? 150 Jahre alt. Das ist mein Baby. Das Baby ist eine Abfüllmaschine. Bei der Thüringer ist es traditionell, dass wir den Dünndarm vom Schwein nehmen. Weil die dicker ist, ne? Die ist auch dicker, richtig. Und der Darm ist auch dicker. Genau. So, ja, mit mal. Viel Gefühl bitte. Ja, guck mal. Jetzt muss Dirk Fingerspitzengefühl beweisen. Geübt hat er das ja schon in Nürnberg. Die Norm für die Thüringer Bratwurst sind 15 bis 20 cm. Dann ist es eine echte Thüringer Bratwurst. Um einiges länger als die kleine Nürnberger. Und wie schmeckt die Thüringer am Ende? Knackig von außen, von innen, das hält, da friemelt nichts weg. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die ist mal richtig gelungen. Na dann, passt's ja. Ein leckerer Abschluss für Hoffmanns Bratwurstreise.